Zwei leicht und eine schwer verletzte Person forderte ein Küchenbrand heute Vormittag in der Lüdenscheider Liebigstraße. Da bei der Feuerwehr zunächst unterschiedliche Meldungen eingingen, wurden erst zwei Brände in unmittelbarer Nähe vermutet, weshalb auch die Freiwillige Feuerwehr mitalarmiert wurde. Nach der ersten Erkundung stellte sich aber heraus, dass in der Küche eines bettlägerigen Mannes ein Plastiktopf auf dem Herd gebrannt hatte, der bereits von einem Nachbarn gelöscht worden war. Dadurch war die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus stark verraucht. Der Helfer und eine weitere Hausbewohnerin wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Hellersen gebracht. Für den Bewohner der Brandwohnung wurde durch den Notarzt ein Rettungshubschrauber angefordert. Aus dem Feuerwehreinsatz wurde so ein reiner Rettungsdiensteinsatz. Ja, gemeldet war für die Feuerwehr Lüdenscheid ein Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr, starke Verrauchung in der Liebigstraße. Auf der Anfahrt hierhin wurde auf einmal gemeldet ein Paralleleinsatz, Ecke Kampfstraße, sodass wir uns aufgeteilt haben, dass die Freiwillige Feuerwehr die Liebigstraße kontrolliert war. Und beim Eintreffen der Kampfstraße kam schon Rauch aus dem Fenster und die Leute machten sich schon bemerkbar, sodass wir die Einsatzstelle sehr schnell gefunden hatten. An der Einsatzstelle stellten wir fest, dass eine bettlägerige Person in dem Gebäude war und massiv Rauchgas intoxiziert hatte. Ein Kollege aus dem Nachbarhaus hat das Feuer gelöscht, hat die Wohnung geöffnet, hat sich dabei auch eine Rauchgasintoxikation zugezogen, sodass wir insgesamt zwei leicht und eine schwer verletzte Person haben. Eine Person wird nach Aussage des Notarzts mit dem Hubschrauber in eine Druckkammer geflogen. Da die Lüdenscheider Innenstadt zu eng für eine Hubschrauberlandung gewesen wäre, wurde der verletzte Bewohner mit dem Rettungswagen zum Kreiskrankenhaus Hellersen gebracht, wo bereits der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund auf ihn wartete.